So, ich bin jetzt hier mit Florian und Gysi am Lech. Wir sind am Angeln. Da vorne ist der Florian. Ich habe ja mal eine kurze Zeit geangelt, habe aber keinen Schein, deswegen halte ich mich hier auch einigermaßen raus. Aber gebt mir die Chance, euch so ein ganz bisschen zu interviewen. Und ja, eben war die Sonne noch draußen, jetzt ein bisschen trüb geworden, Schade, eigentlich schade. Worauf angelt ihr denn heute? Hecht und Huchen. Hecht und Huchen. Huchen nennt man auch den Donaulachs, weil er ursprünglich aus der Donau kommt und riesig ist. Stell dir vor, eine Forelle, ein riesengroß. Okay. Bis zu 1,20 Meter wird der, glaube ich. Okay. Huchen, schöner Fisch. Ich habe ihn selber noch nie gefangen, Okay. natürlich, aber Aber schon mal probiert? auch nicht, Auch nee. nicht. Nee. Okay, also soll aber schmackhaft sein, oder? Ja, ich schätze wie so eine gute Forelle. Okay. Okay. Und was hast du dran? So ein Köder hier, das imitiert ein Fischchen, eine kleine Forelle mit zwei Drillingen dran. Aber schauen wir mal, ist eiskalt, Ostwind. Bisschen zieht's, aber ich finde es trotzdem. Also gestern waren wir schon auf dem Bötchen oder vorgestern. Da war ja nichts, aber es war auch eher so ein bisschen einfach mal Angel reinhalten. Jetzt greift er mich hier an. Und ganz gerne fische ich mit sowas hier. FZ nennt sich das. Ist einfach nur ein Blech. Hier zwei Bleche zusammen. Vorne und hinten klappert schön, reizt den Fisch und beißt rein. Na dann drücke ich dir beide Daumen. Danke. Mal schauen. So, Gysi versucht auch sein Glück. Man soll ja sich möglichst ruhig und unauffällig verhalten, ist das richtig? Ja, prinzipiell kann es ja mal nicht schaden, aber ich glaube, die wissen das nicht. Okay. Und du versuchst auch auf Huchen und Hecht, oder? Irgendein Raubfisch. Irgendein Raubfisch, okay. Ja, gut, wir dürfen ja jetzt aktuell nur Huchen oder Hecht oder ja, Zander wäre auch noch möglich. Der Rest hat schon Zeit. Also Okay. wenn wir jetzt eine Forelle fangen, dann hat die heute Glück gehabt. Okay. Und du hast auch, ist das ein Wobbler? Was hast du? Ja, genau, Wobbler. Okay. Na dann, schauen wir mal. So, hier tut sich etwas. Bei Florian ist was abgebrochen. Was passiert? Ja, es passiert leider, dass man ab und zu so ein Teil im Lech versenkt oder im Wasser versenkt. Ich habe einen Hänger gehabt. Und wenn sich so ein Haken hier irgendwo festsetzt an einem Stein oder an einer Wurzel, dann hast du keine Chance mehr, ne? Ich habe es versucht, ein bisschen lose zu machen und damit jetzt gerade 8 € im Lech einfach liegen lassen. Ah, ärgerlich, ja, schade, gerade neu gekauft. Schönes Ding. Aber gut, so ist halt. So, die Zeit vergeht, tut sich nicht viel und eben kam die Frage auf, ob es denn gute Anglerwitze gibt. Und Gysi hat gesagt, einen hat er auf Lager, oder? Ja, aber ich weiß nicht, ob der für deinen Kanal möglich ist. Aber wir probieren es einmal. Schneiden kannst du ja immer noch. Zwei Mann gehen zum Angeln. Der eine redet die ganze Zeit ohne Punkt und Komma, gell? Der andere sagt nichts. Hocken sie da beim Fischen, 10 Minuten vergehen. Nochmal 10 Minuten vergehen. Der eine, ist ein geselliger Typ, redet viel, richtig viel. Der andere sagt nichts. Irgendwann sagt der eine mal, hör mal, habe ich dir irgendwas getan heute oder so, gell? Redst du ja nicht mit mir. Sagt der andere, ich muss meine Würmer auftauen.
Ja, der geht aber für den Kanal, das ist kein Thema. Okay, es ist, okay. Der, ist der Beste, aber mir ist es auf die schnelle Karte reingefallen. Hast du noch einen auf Lager? Florian, kennt ja? Einen Anglerwitz? Hast ja, du einen? Doch, jetzt habe ich, ich hab noch einen, der ist jugendtauglich und der ist alles in Ordnung. Ich muss aber vorher reinholen, weil ja. Den kann man bloß gestikulieren. Ah, okay. Ja, den muss man gestikulieren. Aber ich kann anfangen. Und zwar immer am Stammtisch am Freitag hocken Angler und Jäger und so alles beieinander. Gell? Und der eine Angler, der ist ein bisschen berühmt und berüchtigt dafür, dass er ein bisschen gern übertreibt, weil der Fisch ist ja das einzigste Lebewesen, was nach dem Tod weiter wächst. Und der macht halt immer so, und so groß war der Fisch und oh, dann der, der war so und der Waller, ja, das kann ich ja gleich gar nicht mehr zeigen und alles. Und irgendwann wird es denen ja am Stammtisch zu blöd und sie binden den Tent zusammen. Ja. Und dann sagt er, und wisst ihr was, heute habe ich einen Herrgefangen, der hat so große Oger gehabt. Sehr schön. So, wir sitzen jetzt hier schon ein paar Minütchen. Es wird ein bisschen trüb und immer kühler. Wo bleibt der Fisch? Einfach keine Lust. Wir warten gespannt. Gysi hat anscheinend wieder irgendwie einen Hänger. Nein. Ich glaube schon. Er ist da wie wild am Fuchteln mit der Angel. Na, ihr seht ihn wahrscheinlich gar nicht. Also alles, was wir jetzt bis jetzt gefangen haben, sind Steine. Irgendwelche Algen oder wir haben Köder verloren. Also entweder es kommt jetzt auf den letzten Metern noch der Befreiungsschlag oder wir gehen leer nach Hause. Letzteres. Florian sagt Letzteres. Ja. Und? Noch ein Hänger? Aber verloren oder konntest du ihn retten? Oder? Nein. Verloren. Ah. Scheiße. Was wird das hier? Sitzstreich? Ja. Ja. Okay. Wo hast du deine Fische versteckt? Die liegen da hinten ums Eck rum. Okay. Dass der Florian sie nicht sieht. Ich will nicht demotivieren. Hier sehen Sie zwei verzweifelte Gärtner und Angler ohne Mittag- und Abendessen. Was sagt das Bauchkrummel? Geht noch. Wir jetzt auf und essen deinen Hefezopf. So, das klingt nach einem Plan. Hefezopf ist doch deutlich berechenbarer. So ein schönes Heißgetränk. Oh, das klingt nach einem guten Plan. Gut, ich bin ein bisschen durchgefroren. Ich glaube, das sind wir alle. Und wir machen uns jetzt hier vom Acker. War trotzdem ein super, super schöner Tag hier am Lech. Auch gestern, vorgestern mit dem Boot auf dem Lech habe ich mir schon immer gewünscht. Und Florian hat mir diesen kleinen Wunsch erfüllt. Ich hoffe, euch hat das ganze Video auch ohne Angelerfolg gut gefallen. Ich fand, die Atmosphäre ist hoffentlich gut rübergekommen. Hier war es auf jeden Fall super, super schön. Und ja, morgen geht's für mich wieder zurück nach Bonn. Ich hoffe, ihr hattet viele nette Eindrücke. Euch haben die Eindrücke gefallen. Hattet viel Spaß beim Zusehen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, eine gute Zeit. Macht's gut. Warte kurz. Achso. Gestern hat Florian habe ich eine super schöne Story mit Florian gemacht. Gefällt's dir immer noch nicht? Super. Sag ich doch. Und du hast noch einen versauten? Den kann man nicht erzählen. Doch, erzählen kannst du schon. Nee. Florian erzählt jetzt noch einen versauten Witz. Nein. Das ist nicht, nicht, okay. Nicht jugendfrei. Hab ich dann, du dein, das dein Kanal gesperrt? Ja, ich kann es ja noch rausschneiden, sieht ja noch keiner. Vielleicht habe ich dann ja was zu lachen. Traust dich? Das machen wir heute Abend mal. Okay, er meint heute Abend, ohne Kamera. Mit dem Glöckchen ist super. Klingt, als wäre Weihnachten. Ja, so vergeht die Zeit am See, nicht? Ich habe schon gesagt, ihr müsst mal was fangen.
Aber da wir heute einen Profi dabei haben. Du meinst den da hinten? Ja. Ja, mal schauen. Easy, was meinst du? Oder Schlag an der Mütze, du hast den falschen. Die Mütze ist schuld. Ich finde aber in der Kombination mit dem Schal passt das schon ganz gut. Okay, Abbruch, leider ohne Fang. Aber so jetzt ein bisschen Aufwärmen drin. Naja, dann muss ich halt wieder was kochen. Ich hoffe, ihr hattet viele nette Eindrücke. Euch haben die Eindrücke gefallen. Hattet viel Spaß beim Zusehen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ahoi sagt euer Selbstversorger Rigotti. Oh, falsches Outro. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video... Nee, jetzt kriege ich es nicht mehr. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. So, jetzt habe ich es wieder. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, eine gute Zeit. Macht's gut.